Sie weiß ganz genau, warum sie ihre Tochter mit einem Christen verheiratet hat. Der Vater sei eines Tages fortgegangen und nie wiedergekehrt, hatte sie der Tochter erklärt, als die nach einem Vater zu fragen begann. Warum ist er fortgegangen? Wohin? Wird er irgendwann einmal wiederkommen? Sie verkaufte das Haus im Ghetto von Brody, Galizien, und zog in die Innenstadt, führte das Geschäft ihres Mannes fort und legte alles, was sie erübrigen konnte, für die Aussteuer der Tochter beiseite. Sie weiß schon sehr lange, was ihre Tochter von heute auf morgen lernen wird. Am Ende eines Tages, an dem gestorben wurde, ist längst noch nicht aller Tage Abend. Geschrien und dem Abgehen die Tür so zugeschlagen, dass das Glas klirrte, das in der oberen Hälfte eingesetzt war. Als die Tochter fort war, hatte die Mutter eine halbe Stunde lang geweint, dann aber ihren eigenen Rock bis über die Knie gerafft und im Spiegel ihre Beine betrachtet. Füchse, Schlangen, Wanzen und Läuse wurden die Juden hier in Wien immer wieder genannt, aber sie hatte das nicht gewusst. Lieber Gott, den wir Vater heißen, wenn du uns schon Zähne gabst, gib auch was zu beißen. Eine Hure war sie wahrhaftig nicht. Für zwei Paar Schuhe hätte sie sich schon vorletztes Jahr verkaufen können. Neulich auch für ein Liter Sahne, 15 Erdäpfel oder ein halbes Pfund Fett. Immer wieder raunte ihr mal der Schwarzhändler ihren Preis zu, der sich, wie alle Preise, je nach Kurs in Bewegung befand, grundsätzlich allerdings in Bewegung nach unten. Längst hätte sie sich verkaufen können, damit ihre Familie zu Hause nicht mehr fror oder für ihre Schwester, die schneller wuchs, als sie sollte. Vielleicht nahm die Mutter ihr im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was sie ihr vorwarf, übel. Nämlich, dass sie noch immer versuchte, jung zu sein, ohne sich zu verkaufen. Warum durfte sie sich nicht in die Liebe hineinwerfen wie in einen Fluss? Und warum schwamm, wenn man sie schon nicht schwimmen ließ, in dem Fluss niemand anderes? Warum nannte die Mutter sie eine Hure? Warum durfte sie niemandem sagen, dass ihre Großmutter jüdisch war? War denn so wenig Liebe in der Welt, dass es zum Zusammenleimen nicht reichte? Wozu gab es die Unterschiede, dieses Gefälle?
brachte erst ihre eigene Unzulänglichkeit, die Dinge zum Fallen. Während sie ihren Lebenslauf schreibt, lauscht sie auf die Geräusche des Fahrstuhls. An dem Tag, an dem der Fahrstuhl früh gegen 4 oder 5 auf ihre Etage anhalten wird, wird es soweit sein. Mein Mann wurde am 25. Oktober 1938 verhaftet. Wir wissen heute, dass Volksfeinde unter dem Deckmantel politischer Wachsamkeit ehrliche Genossen verleumdeten, ihre Verhaftung veranlassten. Ich bin der Überzeugung, dass es sich bei der Sache meines Mannes H. um einen solchen Fall handelt und sich seine Unschuld erweisen wird. Erst mit ihrer Liebe zu ihm war ihr klar geworden, wie groß immer schon ihre Sehnsucht danach gewesen war, kenntlich für jemanden zu sein, eins mit sich zu sein und zugleich eins mit dem anderen. Alles, was sie insgeheim bei sich immer Schuld genannt hatte, hatte sie ihm bekannt. Die begangene, die eingebildete, die angeborene und die gewünschte. Er hatte all ihre Scham fortgelacht und damit auch ihre Erpressbarkeit. Liebe hatte Aussprechen bedeutet und das Aussprechen Freiheit. Und zum ersten Mal hatte ihre Angst, nicht zu genügen, aufgehört. Seit ihr Mann abgeholt wurde, weiß sie, dass sie, während sie hier ihr Leben aufschreibt, nicht nur mit ihrem Leben spielt, sondern auch mit dem Seinen. Nicht nur mit ihrem Tod, sondern auch mit dem Seinen. Oder spielt sie gegen den Tod? Oder macht das Für und Wider dabei gar keinen Unterschied? Sie weiß, dass sie mit jedem Wort, das sie schreibt oder nicht schreibt, auch mit dem Leben ihrer Freunde spielt, sowie im Gegenzug dazu ihre Freunde, wenn sie zu ihr befragt werden, mit dem ihren spielen müssen. Unser Land wird gut bewacht. Schlaf, mein Liebling, schlafe. Rotarm ist hält draußen Wacht. Schlaf, mein Kindchen, schlaf. Als sie noch lebendig war, musste sie im vergangenen Sommer zusammen mit den anderen Frauen draußen vor dem Lager mehrere große Gruben ausheben, damit sie später im Winter, wenn der Boden gefroren wäre, einen Platz hätten, wo sie sich begraben könnten. 45.61404 Grad nördlicher Breite und 70.75195 Grad östlicher Länge würden Menschen diesen ansonsten namenlosen Ort nennen, an dem sie an einem Sommertag bei 40 Grad Hitze ihre Spitzhacke in den trockenen Sand schlägt. Gras, kleine Insekten und Staub fliegen umher. Bis in die Tiefe hinein ist die Erde hier vollkommen trocken. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaut. Thank you.
Woche, in der Frau Hoffmann einen Tag nach ihrem 90. Geburtstag sterben wird, hat Schwester Renate Frühdienst. Auch diese Woche beginnt mit einem Montag wie alle anderen Wochen und auch dieser Montag mit dem Frühstück um 8 wie alle anderen Tage und das Frühstück wie immer damit, dass die diensthabende Pflegerin sie mit dem Rollstuhl aus dem Zimmer mit großem Bogen um Frau Buschwitz herum in den Frühstücksraum hinüberschiebt. Was ist ein Montag? Ich warte jetzt auf meinen Mann, sagt Frau Hoffmann. Ich habe immer an der Ecke gestanden und gewartet. Mein ganzes Leben lang habe ich an der Ecke gestanden und gewartet. Frau Hoffmann, sagt Schwester Renate im Vorbeigehen, Sie müssen aber auch etwas essen. Lieber Mai und mache Bäume wieder grün, sonst an die Bache kleinen Veilchen sehen. Vom Leben ist nur noch das übrig, was ganz am Grund liegt, wenn alle anderen Vorräte schon ganz und gar aufgebraucht sind. Dann kommt der eiserne Vorrat zum Vorschein. Der eiserne Vorrat, die Angst. Angst vor dem Tag, Angst vor der Nacht, Angst vor dem Gewitter, vor Fremden, die sie besuchen. Angst vor dem Gift im Essen und vor der Schwester, die freundlich tut, aber in Wahrheit ihr Goldarmband stehlen will. Angst, wohin der Rollstuhl, in dem sie sitzt, geschoben wird und von wem. Angst vor dem Arzt und Angst vor den Schmerzen. Angst vor ihrem Sohn, der sie hierher gebracht hat. Angst vor dem Leben und Angst vor dem Tod. Angst vor der vielen Zeit, die noch abgelebt werden muss. Was ist ein Donnerstag? Was ist ein Freitag? Am Samstag hat Frau Hoffmann ihren 90. Geburtstag. Heute holt sie ja ihr Sohn ab und macht mit ihnen einen Ausflug, nicht wahr, Frau Hoffmann? Ach, das wusste ich nicht, sagt Frau Hoffmann. Ich hab dich lieb, sagt der Sohn und nimmt die Hand seiner Mutter. Wirklich? Das ist schön, sagt sie. Ihre Hand liegt kalt und knochig in seiner großen und warmen Hand. Weißt du, sagt sie, ich habe Angst, dass alles verloren geht, dass die Spur verloren geht. Welche Spur? Fragt der Sohn. Ich weiß nicht mehr, woher und wohin. Der Sohn schweigt. Ich wollte dir nur sagen, sagt seine Mutter, es ist mein gutes, schönes Lebe wohl. Ach, Mutter, sagt er und streicht ihr über den Rücken. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wann groß und wann klein ist. Thank you.
Woche lang wird er jeden Morgen genau um 4 Uhr und 17 Minuten wach werden. Jeden Morgen genau im Moment der größten Stille, unmittelbar bevor die Vögel anfangen zu singen. In diesen Nächten wird er zum ersten Mal Träume haben und sich, wenn er aufwacht, an diese Träume erinnern. Da liegt seine Mutter knapp unter der Erde, ihr Kopf schaut noch heraus. Bist du der, der mit mir in Ufa war? Ja, antwortet er und hebt die 10 cm Erde wie eine Decke an, um ihr ein Foto seiner 2 Kinder zuzustecken. Und dann wacht er auf. Es ist ganz still. Und dann beginnen auf einmal die Vögel zu singen. Es ist 4 Uhr und 17 Minuten. Viele Morgende wird er in dieser Frühe, die ganz allein ihm gehört, aufstehen und in die Küche gehen. Und dort wird er so weinen, wie er noch niemals geweint hat. Und dennoch wird er sich, während ihm der Rotz aus der Nase läuft und er seine eigenen Tränen verschluckt, fragen, ob diese merkwürdigen Laute und Krämpfe wirklich alles sind, was dem Menschen gegeben ist, um zu trauern?